Liebe Buchheimerinnen und Buchheimer, ich habe vor über 20 Jahren zum ersten Mal an einer Lichterkette teilgenommen. Der Auslöser war die Belagerung des Sonnenblumenhauses in Rostock, die Morde und Anschläge in Mölln und in Hoyerswerda. Viele von uns haben diese Zeit im Gedächtnis. Damals geisterten als Unworte des Jahres herum ausländerfrei, ethnische Säuberung und Überfremdung. Die heutigen Wölfe im Schafspelz haben dazugelernt und verwenden andere Worte, wie zum Beispiel Islamisierung. Ich habe durch das Einreihen in die Lichterkette im Jahr 1992 in München gespürt und hautnah erlebt, dass die Mehrheit in Deutschland sich Toleranz und gegenseitigen Respekt, Offenheit und Demokratie sich nicht nehmen lassen. Seit damals weiß ich aber auch, dass wir alle rechtzeitig die Augen aufmachen müssen, um den Traum der demokratischen Gesellschaft nicht zu verlieren. Der Dezember 2014 hat uns alle geängstigt, besorgt und viele neue Fragen aufgeworfen. Der Terror in Paris und letztlich auch Pegida in Dresden sind Angriffe auf die Grundwerte dieses Staates, auf unsere Verfasstheit. Diese radikalen Aktionen sollen aufzwängen, dass einige wenige mit Politik nichts anfangen können. Alle Lichter, die heute brennen, stehen dafür, dass wir an die Gleichheit, an die Freiheit und an die Würde des Menschen hier und überall auf der Welt festhalten. Ich danke den christlichen Gemeinden, dass sie mir Gelegenheit geben, auch Folgendes klarzustellen. Mein Christentum kämpft nicht gegen den Islam. Und mein Christentum, das sehe ich mir ganz bestimmt nicht von selbsternannten Patrioten verteidigen. Mein Christentum ist keine umzäunte Exklusivzone. Die Headline im Tagblatt-Artikel zur Lichterkette war: Buchheim demonstriert für mehr Toleranz. So wichtig die Überschrift auch ist, genauso wichtig ist zu sagen, dass Buchheim mit dieser Aktion ein Zeichen der gelebten Toleranz vor Ort manifestiert. Diese Lichterkette heute ist ein Baustein in einer bestehenden Dialogkette in dieser Stadt. Wir haben vor 3 bis 5 Jahren viele irakische Flüchtlinge willkommen geheißen. Wir haben ein Zentrum aller Buchheimer, ein Quartiersbüro in der Planier aufgebaut. Wir bieten Sprachkurse an, haben Hausaufgabenpaten für Menschen aus 90 Nationen und. Toleranz, Offenheit und Gastfreundschaft sind für Buchheim eine alltägliche Normalität. Jung und alt, Parteien und Vereine, Verwaltung und Bürger bringen diese Grundeinstellung in diese Gesellschaft hier ein. Und diese Lichterkette heute macht dieses Engagement sichtbar. Sie zeigt, viele, sehr viele, haben das gleiche Ziel im Buchheim. Eine solche Selbstbestärkung hat nichts mit Euphorie, Gutmenschen oder Helfersyndrom zu tun. Wir gehen nicht problemblind oder mit belehrender Trunkenheit. Hier sind die Guten, dort sind die Bösen durch die Welt. Wir wissen genau, Integration und Gastfreundschaft ist ein hartes Geschäft, das zum Beispiel Kindergärten, Schulen, Tafel und viele, viele Sozialeinrichtungen leisten. Was wir heute demonstrieren ist, wir können es und wir wollen es auch in Zukunft. Auch dann, wenn wir ein Haus für Asyl für viele weitere Flüchtlinge hier haben. Das Motto, wir alle sind Buchheim, ist die Kurzfassung dafür. Wir sind Buchheim. Die Stadt hat keine römischen Bauwerke oder mittelalterlichen Burggräben. Die Menschen, die hier leben, machen Buchheim aus. Sie machen Buchheim zu dem, was es ist. Sie geben dieser Stadt ein Gesicht. Und wir alle sind Buchheim. Wir alle wollen hier zusammengehören und wir wollen alle hier zusammenleben. Auch wenn die einen sich weniger und die anderen vielleicht mehr einbringen. Die Vielfalt und die unterschiedlichen Lebensentwürfe machen Buchheim aus. Buchheim ist Miteinander statt. Vielleicht
Leicht ist Willkommenskultur das Wort des Jahres 2015. Offenheit, Toleranz und Gastfreundschaft. Leicht. Beginnen wir daran zu arbeiten, lassen wir uns miteinander dafür demonstrieren, setzen wir ein leuchtendes Zeichen in der Stadt Buchen. Wir machen es. Ja. Okay.